Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn mein Mann hat heute Geburtstag. Ich habe heute schon fleißig Torte gebacken und mein Mann ist auf Arbeit. Aber damit wir richtig feiern können, haben wir für uns heute Abend was ganz Besonderes ausgesucht. Denn ich mache mich gleich auf den Weg. Wir fahren heute Abend ins Onsen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wir wohnen in Machida und dort gibt es ein Onsen. Und das haben wir bereits zu meinem Geburtstag letztes Jahr besucht. Und ich bin jetzt wirklich sehr aufgeregt, dort wieder hinzufahren, denn es hat mir dort wirklich sehr gut gefallen. Letztes Mal waren wir nur für einen Tagesausflug dort. Heute haben wir uns über Nacht ein Zimmer gebucht. Und zwar ein Zimmer mit eigenem Onsen direkt im Zimmer. Das heißt, wir haben unser eigenes kleines Bad. Ich werde wahrscheinlich den ganzen Abend heute im Wasser sitzen. Und dazu haben wir uns auch noch das Abendessen bestellt. Das wird Shabu Shabu sein. Und zum Frühstücksbuffet können wir auch noch. Das heißt, es werden ein paar sehr angenehme Stunden mit sehr viel Essen und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es sein wird. Das Onsen nennt sich Manyo no Yu. Ich habe ja auch die Werbung davon liegen. Die war letztens bei uns im Briefkasten. Das gibt es nicht nur in Machida, sondern auch an anderen Orten. Unter anderem kenne ich noch eins in Yokohama, aber Machida liegt natürlich gleich bei uns um die Ecke. Machida ist auch von Tokio aus relativ leicht erreichbar. Von Shinjuku aus kann man mit der Odakyu Line dorthin fahren. Ich glaube, es dauert etwa 30 Minuten. Und von der Machida Station aus fährt ein kostenloser Shuttlebus, der einen dann direkt dorthin bringt, was ein wunderbarer Service ist, den wir auch nahe wieder nutzen werden. Informationen dazu findet ihr auf der Internetseite, die ist auch teilweise auf Englisch, also schaut da mal vorbei. Ansonsten, ja, man kann das Onsen tagsüber benutzen. Es gibt öffentliche Onsen dort. Es gibt auch andere Räume zum Entspannen und Manga lesen und Essen und alles Mögliche dort. Also man kann dort wirklich sehr viel Zeit verbringen. Man kann sich, wie wir das letztens gemacht haben, auch stundenweise ein Zimmer mieten. Das ist wie ein kleines Hotelzimmer mit Bett und Fernsehen und dann immer rausgehen, wenn man das möchte. Und wie gesagt, wir haben uns heute eine Übernachtung gebucht und ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Also, auf geht's! Von der Machida Station aus dauert die Fahrt mit dem kostenlosen Shuttlebus je nach Verkehrslage zwischen 15 und 25 Minuten. Die Rezeption und die Anmeldung im Manyo no Yu befindet sich in der 7. Etage. Dort kann man mit dem Fahrstuhl hinfahren. An der Rezeption bekommt man alle möglichen Informationen zu seinem Aufenthalt. Gutscheine für Inklusivleistungen bei der Buchung und ein Armband mit einem Chip, auf dem man Ausgaben speichern kann, die man dann beim Verlassen bezahlt. Man kann sich auch einen Yukata aussuchen, den man während seines Aufenthalts anziehen möchte. Unser Zimmer mit dem eigenen Onsen befand sich in der 8. Etage. Wie bereits gesagt, kann man neben dem eigentlichen Baden im Manyo no Yu noch einiges anderes erleben. Es gibt einen großen Raum voller Manga, in dem man in Ruhe lesen kann. Allerdings sind die meisten natürlich auf Japanisch. Sie haben dort sogar ein kleines Game Center mit UFO-Catchern, Taigo no Tatsujin und anderen Sachen, die vor allen Dingen Kindern Spaß machen und diese während ihren Aufenthalt etwas unterhalten sollen.
Aber jetzt lasst uns essen gehen. Wir haben uns für Shabu Shabu entschieden und es war wirklich sehr, sehr lecker. Shabu Shabu Tamashimi. お腹すいた。 そうです。 はい。 バイバイ。 バイバイ。 Morgen, ihr Lieben. Gestern ist es etwas spät geworden, da habe ich dann nichts weiter aufgenommen. Deshalb gibt es jetzt noch einen kleinen Rückblick, wie der Abend gestern war. Wir waren erst essen, es war super lecker, es war jede Menge. Wir waren dann beide super vollgefuttert und wir haben auch relativ viel getrunken, zumindest ich. Sie hatten Shikuwasa Sour. Das Shikuwasa ist eine Frucht aus Okinawa und ich habe mich dort sehr in diese Frucht verliebt. Und ja, Shikuwasa Sour war natürlich gestern mein Traum. Ich habe 3 getrunken und war dann wirklich angetrunken. Aber wir hatten eine Alkohol-Nomihoda, das heißt, wir durften so viel Alkohol trinken, wie wir wollten. Deshalb, ja, was soll man da anders machen? Wir sind dagegen um 11 Uhr in unser Zimmer zurück und natürlich gleich ins Onsen reingesprungen. Ich bin, glaube ich, fast eine Stunde drinnen geblieben, weil es so angenehm war. Es war genau die richtige Temperatur, um da drinnen zu sitzen und zu entspannen. Ich habe auch ein bisschen an meinem Handy rumgespielt, also Nachrichten beantworten im Onsen ist echt das Geilste. Es ist dann, glaube ich, gegen 1 geworden, bis wir irgendwann mal geschlafen haben. Und wir sind heute früh natürlich auch gleich aufgestanden, wie ihr eventuell sehen könnt. Ich bin noch etwas rot. Ich war heute Morgen gleich nochmal im Onsen drin. Allerdings ist das Wasser gerade super heiß und ich sehe aus wie ein Krebs, aber es hat wirklich sehr gut getan. Wir haben uns jetzt fürs Frühstück fertig gemacht, werden noch ein bisschen rumlaufen und ja, dann geht es noch einmal ans Onsen, bevor wir wieder abhauen. Wir machen uns jetzt auch zum Frühstück. Ich bin sehr gespannt, wie das Frühstücksbuffet sein wird und ja, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag mit uns.
war jetzt nach dem Frühstück nochmal am Onsen. Das Wasser ist jetzt etwas abgekühlt, es war also richtig schön angenehm und ich konnte für eine längere Zeit drinnen bleiben. Es hat wirklich sehr gut getan. Ich war jetzt in den paar Stunden, die wir hier sind, dreimal drin und es war wirklich sehr, sehr angenehm. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, uns auszuruhen. Um 11 ist dann der Checkout, da müssen wir uns dann langsam vorbereiten. Und wir möchten auch schon um 11.15 Uhr den Bus schaffen und zurück zur Machida Station fahren, denn wir haben noch eine Reservierung zum Mittagessen. Das werde ich aber nicht mehr mitfilmen. Ansonsten, ja, uns hat es hier sehr gut gefallen. Wir waren auf jeden Fall nicht das letzte Mal da. Wir werden definitiv wiederkommen. Wenn ihr mehr über das Onsen erfahren wollt, ich verlinke euch auf jeden Fall das Onsen unten in der Infobox und es wird auf meinem Travel-Blog auch einen Artikel dazu geben. Wenn er schon online ist, wenn das Video kommt, verlinke ich den auch. Wenn noch nicht, schaut ab und zu mal auf meinem Travel-Blog vorbei. Da wird auf jeden Fall ein Artikel kommen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir doch ein Däumchen hoch und einen Kommentar da. Und natürlich, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, lasst mir auch ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir schauen, was wir umsetzen können. Und das war es damit auch schon und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald!